Heute sprechen wir mal wieder über ein paar Karten, die ziemlich gut sind, aber aktuell einfach keiner spielt. Karten für euch, die ihr euch mal aus eurem Bein rausholen solltet oder vielleicht besorgen solltet, falls ihr sie nicht habt, denn die können irgendwann mal wieder relevant werden. Und wir fangen an mit der ersten Karte und das ist einmal Didi Crow. Eine Karte, die die Fähigkeit hat, Karten aus dem gegnerischen Friedhof zu verbannen, und zwar eine, die ihr wählen könnt. Das ist ein Effekt, der ist ziemlich mächtig in verschiedenen Formaten. Das ist ein Winged Beast Level 1 Monster. Das ist also super über andere Karten und das ist ein Quick-Effekt, der jede Karte vom Gegner benchen kann. Und der ist nicht once per turn. Klingt erstmal unglaublich gut. Ist im aktuellen Format auch gar nicht so eine schlechte Idee, so ein paar Karten zu verbannen vom Gegner im Friedhof. Denn da können so ein paar Karten zusammenkommen, die halt ganz schön nervig sind. Gerade so Runic-Karten, die ab und zu mal da auftauchen. Ein paar Dark-Monster, die da im Friedhof rumtanzen. Alles in allem gute Sache. Aber was die Karte halt aktuell nicht so beliebt macht, sind die Bestials. Denn die Bestials haben im Endeffekt dieselbe Applikation auf dem Feld, nur dass wir davon mehr spielen können, den größeren Impact auf dem Feld haben, denn das sind Monster, die sich halt selber spezial beschwören und die Engine kann sich selber recyceln. Also wir können Magnamut nehmen und mit Magnamut den Effekt benutzen, dass wir in der Endphase ein Dragon Monster suchen können und das könnte in dem Fall entweder ein weiterer Bestial sein, damit wir in der Gegner schon da auch noch was haben, oder Lobelion, und Lobelion kann uns dann wieder ein Bestial aus dem Deck suchen. Leider kein Magnamut mehr, denn der ist ja auf 1. Ja, wir haben halt sehr, sehr viele Bestials. Wir haben Magnamut, wir haben Druswurm und wir haben Baldrag. Das sind drei, die halt ganz gut sind. Und dann haben wir noch Amazaronir, der in manchen Deckszenarien auch ganz gut funktionieren kann. Das heißt, wir haben einfach deutlich mehr Access zu diesen Karten, die sich inhärent noch irgendwie suchen können, was Didi Crow so ein bisschen outclasst. Das ist natürlich schade, weil Didi Crow wirklich den größten Benefit ist, dass wir mit Didi Crow auch so Zauber- und Fallenkarten aus dem gegnerischen Grave banishen können. Oder Sachen, die nicht Licht oder Finsternis sind. Und wenn wir uns mal die ganzen Decks angucken, die jetzt nächstes Jahr rauskommen, sind das meistens so Feuerdecks. Denn vielleicht mal für euch drüber nachdenken, ob Didi Crow nächstes Jahr vielleicht eine Karte ist, die wieder mehr gespielt wird. Könnte ja sein. Die nächste Karte, die aktuell keiner spielt, ist eine eigentlich sehr, sehr mächtige Karte. Nur die ist ein bisschen zu langsam. Und das ist einmal Solemn Strike. Eine Karte, die meiner Meinung nach eine der besten Fallenkarten ist, die wir jemals bekommen haben. Die hat die Fähigkeit, ihr könnt 1500 Life Points bezahlen, dann könnt ihr einen Monster-Effekt oder eine Spezialbeschwörung annullieren. Das ist unglaublich gut. Diese Karte ist auch nicht once per turn. Das ist eine Konterfallenkarte. Das sind also alle Sachen, die sind ziemlich, ziemlich gut. Aber es ist eine Fallenkarte. Und noch eine Konterfallenkarte, das bedeutet, dass die meisten Karten, die irgendwie Fallenkarten aus dem Deck holen können. Die holen meistens normale Fallenkarten aus dem Deck, wie jetzt die ganzen Labyrinthkarten zum Beispiel. Das heißt, so eine Countertrap, die macht halt dann nichts, außer dass sie halt, wenn ihr sie zieht, unglaublich gut ist, wenn ihr first gegangen seid. Wenn ihr second geht, ist die Karte nutzlos, denn so lange überlebt ihr in der Regel nicht. Und ihr könnt sie halt nicht irgendwie auf anderen Wegen suchen, es sei denn, ihr spielt Counterfairies, da ist sie logischerweise halt super, aber das, sind wir mal ehrlich, wir haben 2024, wir spielen dann Counterfairies. Also auf jeden Fall eine Karte, die unglaublich gut ist und als sie damals rausgekommen ist, eine der besten Karten im ganzen Game gewesen ist und sie über die Jahre hinweg immer weniger Spiel gesehen hat und aktuell spielt die halt wirklich keiner mehr. Die nächste Karte ist eine Fan-Favorite-Karte mit einer ganz kleinen Engine attached dazu und das ist einmal Alistar the Invoker. Alistar ist eine Karte, ich glaube, die kam 2017 raus, also eine Karte, die unglaublich alt schon ist. Ne? Das sind ja fast schon 7 Jahre, wo das her ist. Aber eine Karte, die heutzutage immer noch eine relativ solide Normal Summon ist. Und ich benutze jetzt extra das Wort solide, denn diese Engine selber ist gut. Warum wir darüber reden? Es gibt aber deutlich bessere Engines. Und das ist das Problem, warum Alistar aktuell keiner spielt. Denn selbst in Decks, die auf Fusion Summons angewiesen sind und wir damit wirklich halt die Fusionszauberkarte suchen können, können wir bessere Normal Summons spielen. Wie eine Karte wie den Aluba, der die Branded Fusion suchen kann. Das ist eine deutlich bessere Normal Summon. Mit Branded Fusion könnt ihr deutlich mehr machen als mit der Invocation. Und was auch so ein bisschen rausgefallen ist, dass die meisten Fusionsdecks mittlerweile wirklich gar nicht mehr Richtung Link Plays orientiert sind, weil die meistens ja wirklich halt Branded Fusion spielen, die euch Fusions lockt oder halt die Chimera Fusion, die auch danach euch in Fusionskarten lockt oder andere Supportkarten, die wirklich sagen, ey, nur Fusionen. Und Alistar braucht in der Regel immer so ein Link-Monster, damit wir halt auch den Mech-Cover beschwören können und die anderen Karten, die halt dazu funktionieren sollen. Ist also eine Engine, die heutzutage wirklich nicht mehr viel gespielt wird. Wenn ihr aber so 10 Euro habt und denkt, ich möchte halt eine Engine spielen, die an sich gut funktioniert und ich habe keinen Normal Summon in meinem Deck, dann spielt die. Die ist an sich ganz cool, denn Normal Summon, Add, Link-Monster, Fusion Summon,
Alistair zurück auf die Hand. Das heißt, ihr könnt das jede Runde machen. Das heißt, wenn ihr es einmal gezogen habt und das nicht aufgehalten wird, könnt ihr jede Runde halt Invocation suchen, euch eine Alistair wieder auf die Hand nehmen und eine Fusionsbeschwörung machen. Das ist jetzt mal nicht so krass, aber auf Dauer gesehen von einem Game, mit einem simplifizierten Gameset ist das halt ganz cool. Bevor wir zur nächsten Karte kommen, lasst mir gerne mal ein Like dafür in das Video, wenn ihr mehr Karten sehen wollt, die eigentlich ziemlich gut sind. Nur aktuell keiner spielt. Die nächste Karte ist eine Karte, die einen extrem Hype ausgelöst hat, als sie damals rausgekommen ist. Und das ist einmal Numeron Netzwerk. Eine Spielfeldzauberkarte, die einen unglaublich guten Effekt hat. Die hat mehrere Effekte, wir gehen mal ganz kurz ein bisschen drauf ein, was sie überhaupt tut und dann sprechen wir darüber, warum die halt nicht gespielt wird. Die kann erstmal Numeron Calling auf den Friedhof legen und dann 4 Numeron Monster aus dem Exile Spezial beschwören. Das ist ziemlich krass. Wir können allerdings danach nur noch einmal normale Spezialbeschwören. Das ist ganz wichtig. Ist aber nicht so wichtig, denn wir können damit halt auch viele verschiedene Dinge tun. Wir haben halt 4 Monster auf dem Feld. Mit den 4 Monstern können wir halt eine Menge Shenanigans machen. Was wir damals machen konnten, war, wir konnten halt damals 6er drauflegen und sagen, let's go. Oder halt nicht let's go, das war ja der Plan damals. Was wir nicht vergessen dürfen, das ist einer der besten OTK-Engines, die wir im Game haben. Denn Numeron Netzwerk hat noch die Fähigkeit, dass eure XI-Monster, also Numeron XI-Monster, für deren Effekt keine Materialien abhängen müssen. Und die Effekte von den Karten sind, dass wenn die ein gegnerisches Monster angegriffen haben, alle Numeron Monster die doppelte ATK bekommen. Und so könnt ihr quasi durch mehrere Monster durchrennen, denn wenn wir mit den 4 Monstern angreifen, das erste Monster greift an mit 1000, ihr kriegt ein bisschen Schaden, ist ja Bums, dann haben alle 2000, dann greift ihr mit dem zweiten an, dann kriegt ihr Schaden oder halt nicht, ne, je nachdem was halt passiert ist, dann gehen alle auf 4000 hoch, dann könnt ihr mit dem 4000 Monster angreifen, gehen alle auf 8000 hoch und dann könnt ihr mit dem 8000 Monster nochmal angreifen. Das heißt, wenn der Gegner halt so 2 Monster hat, das heißt ein Instant-OTK, weil die 4000 rennen irgendwann drüber und die 2000 meistens auch groß genug. Und wenn ihr halt wirklich mehrere Monster auch in Angriffsposition hat, dann macht ihr damit eine Menge Schaden. Und dann könnt ihr am Ende von dem Play ja immer noch im schlimmsten Fall auf einen Zeus gehen, zwar nur mit einem Material, aber habt ihr halt einen Zeuser liegen. Das ist also auch nicht die schlechteste Idee, das halt zu machen. Also Go Second, nicht schlecht die Engine. Das Problem ist halt, wir müssen halt einen Brick spielen, das ist halt Numeron Calling. Der ist halt nur ein Brick, wenn wir die Fieldspell nicht haben. Aber ist natürlich trotzdem halt ein Brick, was wir spielen müssen. Und 4 Slots im Extra-Deck dafür aufzuwenden, ist halt auch gar nicht so wenig. Sollten wir also nicht unterschätzen. Und das ist halt der Grund, warum es gespielt wird. Es braucht halt viel Platz. Es ist nicht reliable. Und wir haben danach keine Möglichkeit, mehr Sachen zu tun. Das heißt, wenn es gestoppt wird, ja, haben wir ein bisschen mehr das Problem. Wir haben halt nur noch eine Special Summon und einen Normal Summon. Also, oder einen Normal Summon. Das ist halt nicht so geil. Ich persönlich finde die Numeron-Karten eigentlich ganz cool. Natürlich haben sie damals mit 6 diesen krassen Hype gehabt, wo sie wirklich halt in fast jedem Deck gefühlt drin waren. Aber sollte man sich vielleicht mal angucken, weil die Karten kosten wirklich nicht viel, ein paar Cent. Kann man vielleicht mal investieren, wenn man halt wirklich ein Go-Second-Deck spielt und man eigentlich nur einen Normal Summon braucht. Ich gucke jetzt mal Richtung Grand Maju. Ist das vielleicht eine Idee, die ganz cool ist. Die nächste Karte, die aktuell keiner spielt, ist einmal die hier. Und das ist einmal Circular. Das haben die nicht gemacht. Mathmech Circular ist banned. Danke, Konami. Machen wir weiter mit der letzten Karte und das ist einmal Evenly Matched. Evenly Matched, eine Karte, die unglaublich gut ist, in vielen Decks gespielt werden kann und wenn ihr Second geht, ein richtiges Blowout sein kann. Ich weiß aktuell auch nicht, warum die nicht so viel gespielt wird, denn es ist halt immer noch eine gute Karte. Das Problem ist halt, dass die meisten halt irgendeine Art von Interruption haben, die das halt aufhalten können. Oder wenn der Gegner halt der SP hat, nimmt halt die SP und ein anderes Monster von sich, banisht die halt, kommen die entweder wieder zurück, hat euch also auch nicht viel geholfen. Und eine Baroness meistens kann das negieren, also die Karte selber ist halt richtig gut, aber es ist halt wirklich, wenn ihr First geht, eine tote Karte, das heißt, im Main zu spielen macht halt wirklich gar keinen Sinn, außer ihr spielt Traplix. Da funktioniert die halt ziemlich gut, weil sie immer noch discarden können für die andere Fallenkarte. Wenn ihr aber siden möchtet und ihr sidet halt rein, sind manche Karten, die ihr aktuell siden könnt, deutlich besser und deshalb wird die Karte auch aktuell nicht so viel gespielt. Schade, ich persönlich mag Evil Match an sich sehr gerne. Es sei denn, ich bin halt der Empfänger von Evil Match, dann hasse ich die Karte. Aber das ist ja bei jeder Karte so. Das ist wieder mit Karten, die aktuell keiner spielt. Guckt euch einmal dieses Video an, da habe ich euch nochmal 5 weitere Karten gezeigt, die aktuell keiner spielt. Bis dann mal rein. Ciao, Leute.